Jo Leute, heute gibt es mal wieder eine neue Folge der Battle News. Jim ist wieder bei mir. Hi Jim, alles klar bei dir? Ja, Omega Quest, bei mir ist alles super. Wir haben in den letzten Tagen schon ein bisschen Battlefield einspielen können über die Alpha und da gab es ja schon so einige Videos, die mittlerweile im Umlauf sind, aber trotzdem gibt es immer noch einige Informationen und News, die wir natürlich jetzt hier zusammengefasst haben. Ich fange am besten heute mal an, denn das ist jetzt so eine Sache, die nichts direkt mit Battlefield 1 zu tun hat, sondern aus dem Battlefield-Universum stammt. Es soll wohl eine Battlefield-TV-Serie geben. Oh mein Gott, da bin ich echt gespannt drauf, wie sich das entwickeln wird, ob das wirklich kommen wird. Krasse Idee auf jeden Fall, eine krasse Idee. Wir haben schon ein bisschen mal darüber gesprochen mit dem einen oder anderen und die Idee ist ja erstmal grundsätzlich sehr gut, aber dann stellt sich die Frage, basiert die TV-Serie dann aus Sachen aus dem Singleplayer oder ist es dann so eine Art, keine Ahnung, Spezialeinsatzkommando, dann wärst du wieder bei so einer typischen, keine Ahnung, Militärserie, vielleicht so eine Art A-Team-Abklatsch oder sowas, ne? Also die Ideen gehen da jetzt gerade in alle möglichen Richtungen, denke ich mal. Und ich frage mich auch, warum Battlefield? Vielleicht einfach wegen dem Brand, das hat halt schon eine gewisse Bekanntheit und damit könnte man natürlich dann vielleicht auch ein paar Zuschauer sozusagen anlocken. Ja, genau das denke ich mal wird es auch sein. Ne? Also die Marke Battlefield ist einfach schon alt und bekannt und hat eine riesen Fanbase. Da hast du schon mal einen guten Starter sowas sozusagen. Also es gibt noch ein paar Infos dazu und zwar ist das wohl oder soll das wohl entstehen in Zusammenarbeit mit Paramount Television und Anonymous Content. Ja, die heißen wirklich so, bekannt durch The Revenant, True Detective oder auch Mr. Robot vielleicht zuletzt gesehen. Produzent soll möglicherweise Michael Sugar sein, Oscar-Gewinner von 2016. Ich bin bei den Oscars echt überhaupt nicht drin. Danke, dass du mir so aufgeschrieben hast. Und, ich kenn den ehrlich gesagt auch nicht so wirklich, aber ich denke mal, ich bin auch nicht der richtige Ansprechpartner für irgendwelche Produzenten. Naja, und es ist wirklich nichts weiter darüber bekannt. Weder was darin auftaucht, das Setting, die Startzeit, also nicht wann das angedacht ist, das zu machen etc. Das heißt, das ist alles gerade noch so in dieser Entstehungsphase. Und nur mal ganz kurz, bevor wir uns da jetzt dran totreden, es kann auch sein, dass man davon nie wieder was hört. Ja, also es ist zwar angekündigt worden, aber es kann auch genauso gut sein, dass es zum jetzigen Zeitpunkt irgendwann dann einfach heißt so, ach ja, nö, lass mal. Ja, kann gut sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich denke, das kann was werden. Was auch noch was werden kann, das ist Battlefield 1. Und das war wirklich gerade ein Übergang à la Meshed 8, ey. Hammer. Das kriege ich selten hin. Und zwar wurde laut dem Development Director von DICE angekündigt, dass keine Alpha-Codes mehr verschickt werden. Das heißt, alle, die jetzt nicht in der Alpha drin sind, die keine Einladung bekommen haben, müssen sich zur Beta gedulden. Und die Beta wird dann halt frei für alle Leute sein und sie soll im Sommer kommen. Ja, der Sommer ist lang, der geht bis in den September rein. Von daher, ja, wer weiß, wann es da wirklich dann diese Beta gibt. Ja, weiter haben wir da noch ein paar Infos zur Konsole jetzt mal. Und zwar kann man die Field of View-Einstellung auf den Konsolen wirklich mal verändern. Das finde ich sehr, sehr cool. Damals, als ich noch auf Konsole gespielt habe, habe ich mir das immer gewünscht, weil das halt auf dem PC immer möglich war und auf der Konsole nie. Und jetzt wird es endlich gehen. Allerdings wird sich das natürlich auf die Framerate auswirken. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich Drops unter 60 FPS haben. Ganz logisch, wenn das Field of View größer ist, muss die Konsole mehr rendern. Dadurch zieht das Ganze natürlich auch mehr Leistung. Ja, auf dem PC ist die Tickrate wie bekannt gerade bei 60 Hertz, auf den Konsolen allerdings nur bei 30 Hertz. Das ist schon ein großer Unterschied. Und ja, ich hoffe mal für euch Konsoleros, dass sich das noch ändern wird. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Allerdings macht DICE das von der Performance abhängig. Das heißt, die können das jetzt noch nicht versprechen und versuchen das halt reinzubringen. Aber wie auch bei dem Field of View ziehen halt 60 Hertz mehr als 30 Hertz an Leistung. Und von daher muss man halt gucken, ob die Konsolen das überhaupt schaffen. Ja, das HUD kann auf allen Plattformen in den Einstellungen deaktiviert werden, ist ganz cool, sorgt halt für ein bisschen bessere Atmosphäre. Und ja, diese HUD-Elemente, die es halt zurzeit gibt, seht ihr auch gerade im Hintergrund, die können sich noch verändern und werden sich auch noch verändern. Was jetzt genau da bleibt, was nicht, da müssen wir einfach abwarten. Aber das ist halt noch nicht final, das ist genauso wie die Ansagerstimme. Da wird halt noch einiges nochmal überarbeitet werden. Da muss ich einmal ganz kurz einhaken, weil genau das war bei den Livestreams relativ häufig so eine Frage von wegen, diese komischen Zeichen über den Köpfen von den Leuten, kann ich die ändern? Und ich denke so, nee. Also da wird es sicherlich noch eine Änderung geben und bei Battlefield 4 kann man die ja zum Beispiel auch einstellen, von der Größe, von der Transparenz. Ich denke, das werden sie auf jeden Fall auch übernehmen, sodass das in Battlefield 1 dann auch möglich sein wird. Also das denke ich schon. Und im Moment, damit habe ich auch ein ganz großes Problem, ist die Trefferanzeige. Das heißt, wenn man selber getroffen wird, ziemlich ungenau, der wird zwar der Schuss direkt am Anfang einmal angezeigt, aus welcher Richtung der kam, aber diese Richtung verändert sich dann halt nicht, wenn man sich irgendwie rumdreht und das war bisher in allen anderen
anderen Shootern so. Und von daher kann man im Moment überhaupt nicht identifizieren, wo jetzt genau der Schütze war. Und das soll halt noch abgeändert werden, das soll gefixt werden, sodass man dann wirklich die Richtung mitbekommt, aus der man beschossen wird, wie es halt in allen Battlefield-Teilen eigentlich der Fall war. Das ist also im Moment nur ein Bug. Und ja, das waren erstmal meine Informationen zu Battlefield 1. Aber wir haben noch ein paar mehr. Und zwar wurde jetzt die Konsolenversion auf die Performance untersucht. Und das macht der Jim mal. Genau, in Conquest Large, das ist ja im Prinzip der am meisten gespielte Modus. Als zweites gibt es ja jetzt auch schon den Domination-Modus, den man spielen kann, aber da sind die Spielerzahlen nach meinen Erfahrungen gerade nicht ganz so hoch. In Conquest Large geht die Framerate teilweise auf bis zu 35 FPS runter. Der Durchschnittswert liegt auch in etwa bei 50 FPS, der auf einer Konsole erreicht wird. Hier steht jetzt nicht, bei welche Konsole genau gemeint ist. Das sind beide, Xbox One und PS4. Wollte es auch gerade sagen. Bei einem kleineren Modus, wie beispielsweise jetzt hier Domination, und die Karte ist da doch verhältnismäßig groß für Domination, muss ich sagen, funktionieren allerdings auch die 60 FPS ohne Probleme. Die Auflösung auf der PS4 beträgt 900p, auf der Xbox One nur 720p und im Vergleich mit der PC-Version sieht es auf der Konsole natürlich dann so aus, wie wenn man auf dem PC mit niedrigen oder mittleren Grafik-Settings, also irgendwo so dazwischen, das Ganze einstellen würde. Und ohne Scheiß, es sieht trotzdem noch verdammt gut aus. Also nicht davon abschrecken lassen, selbst in mittleren oder niedrigen Details sieht es noch wirklich, wirklich, wirklich nice aus. So, Battlefront hatte in der Alpha damals auch so gewisse Framerate Probleme auf den Konsolen. Das wurde allerdings damals noch bis zum Release gefixt. Wir erinnern uns, oben rechts in der Ecke steht es ja auch immer, das ist eine Alpha-Version. Das heißt, alles, was jetzt hier noch so zu bemängeln ist, es gibt auch noch ein paar Bugs, die wir noch gesehen haben, die sollten dann beim finalen Release raus sein. Und ich möchte das noch einmal ganz kurz sagen. Es ist kein Bug dabei gewesen, der wirklich ein Gamebreaker gewesen wäre. Ja. Also es ist nicht ein einziger Bug dabei, wo man sagt, okay, mein Spiel stürzt ab oder ich kann es deshalb nicht zocken. Es sind alles nur so kleine, ich sag mal, Qualitätsmängel im weitesten Sinne. Genau, ich hatte auch keinen einzigen Crash. Ich hatte, glaube ich, kein Tod irgendwie komisch um die Ecke, kein Kill-Trade. Es funktioniert, Leute, es funktioniert und das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Nachricht. Und ja, ich glaube, damit sind wir auch durch für heute. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Nächste Woche gibt es natürlich wieder mehr Infos bei Jim auf dem Kanal. Der Link ist in der Beschreibung. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Jim, du bekommst natürlich gleich das letzte Wort. Mein Name ist MiaQuest und ich bin jetzt raus. Ciao. Es ist so schade, dass nicht mehr Leute jetzt die Alpha spielen können. Echt, ja, ohne Witz. Richtig schade. Wirklich, richtig schade. Mein Name ist Jim Panse. Gebt dem Video eine Bewertung. Ich bin raus und wir sehen uns nächste Woche auf meinem Channel wieder. Haut da rein, bye!